Man kann die Gestaltungsfantasie des Instrumentenmachers können wir nicht übersteigen. Wir sind beide aufeinander angewiesen und profitieren beide, jeder auf seine Weise, von den Ergebnissen. Das Entscheidende ist natürlich, wenn man gerade das Instrument beruflich bedient, dass es halt wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das Aussehen ist nicht so wichtig. Es geht hauptsächlich ums gute Funktionieren. Ein Blechblasinstrument klingt ja nicht von selbst, sondern der Ton wird durch die Luft von den Lippen des Bläsers erzeugt. Der Musiker hört zu seinem eigenen Klang, er fühlt die Eigenresonanz des Korpus und er spürt auch den sogenannten Widerstand, also das Luftpolster, das ihm die Sicherheit und die Kontrolle über das Instrument gibt. Je perfekter das alles zusammen funktioniert, desto lebendiger und größer ist der Klang und das Instrument fühlt sich einfach richtig an. Und das hilft letztendlich nicht nur dem professionellen Musiker, sondern letztlich jedem Schüler und Enthusiasten, der auf so einem Instrument spielt. Wir sehen uns heute nicht nur als Hersteller von Hörnern und Trompeten, sondern auch als Partner unserer Kunden. Viele inzwischen gestandene und bekannte Musiker kennen uns schon seit ihrem Studium. Wir haben sie mit unseren Instrumenten übers Probespiel ins Orchester begleitet, sind inzwischen auch mit ihnen älter und erfahrener geworden und wissen, wie sich Ansatz und Spielweise über die Jahre verändern kann. Die erste Zusammenarbeit sah einfach so aus, dass die mit ihren Instrumenten gekommen sind, haben die zum Vergleich angeblasen, haben dann unsere Instrumente getestet und hatten eigentlich schon von Anfang an viele positive Dinge an unseren Instrumenten entdeckt. Aber es war damals auch der Ehrgeiz, dass das wirklich perfektioniert wird und dass das Optimum aus den Instrumenten rausgeholt wird. Das perfekte Musikinstrument, was auf die Unvollkommenheit des Menschen mit den technischen Unvollkommenheiten zusammenbringend, es kann nichts Perfektes geben. Das Instrument ist ein Kompromiss zwischen dem Möglichen und dem Wünschbaren. Die Kenntnis, die der Instrumentenmacher braucht, die muss erstmal mit metallurgisch und vom Handwerklichen her und vom Akustikgesetzmäßigkeiten. Wenn Sie eine völlig reine Trompete bauen wollen nach akustischen Gesichtspunkten, können Sie so gut wie nicht verwenden. Es gehört also eine mannigfaltige Qualifikation dazu. Und die Voraussetzung dafür, das schafft der Instrumentenmacher, das schafft in dem Fall Rico Kühn. Unabhängig von allen akustischen Erkenntnissen hängt das individuelle Spielgefühl, das letztlich für den Klang und für die Virtuosität des Musikers verantwortlich ist, noch von vielen anderen Faktoren ab. Letztlich hängt bei einer Trompete oder beim Horn alles mit allen zusammen. Grundlage ist sicher die optimale Mensurierung, das heißt der innere Rohrquerschnitt und der konische Verlauf. Aber darüber hinaus gibt es noch viele andere Faktoren, die das Spielgefühl beeinflussen. Das ist die Bauform im Allgemeinen, dann die Einbauposition der Maschine, die Wandlungsdicke im Material, das Handling und so weiter und so fort. Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns mit speziellen Technologien, die Spannungen im Material, die durch das Biegen oder beim Bearbeiten insgesamt entstehen, so zu beeinflussen, dass das Instrument aktiv den Bläser unterstützt und ein natürliches Spielen ermöglicht. Bye.
die Ansprache, also die Leichtigkeit, ob das leicht anspricht, das Horn, ob man die Luft schnell los wird oder ob man die Luft reindrücken muss, was anstrengend ist, aber auch eine gewisse Sicherheit gibt, wenn man eine Festigkeit da ist. So. Und wenn ein Horn viel zu leicht geht, dann fällt man, sagen wir so, fällt man fast hinein. Und dann muss man selbst alles festhalten. Es muss so ein gutes Gegengewicht sein, quasi zwischen ein bisschen Druck geben und auch der Offenheit vom Instrument. Ja, die Ideen für ein neues Instrument oder für Verbesserungen oder Veränderungen an einem bestehenden Instrument entstehen ja meist im intensiven Austausch mit Musikern oder beim Probieren, die ihre Wünsche dann nach dem Klanggefühl oder individuellen Spielgefühl formulieren. Und für uns als Handwerker bedeutet das zunächst erstmal, dass wir die Wünsche in technische Parameter umsetzen müssen, die wir verstehen und wo wir dann entscheiden können, ob das am vorhandenen Instrument eine Änderung möglich ist, ob wir eventuell Umbauten machen müssen, neue Bauteile konstruieren und so weiter. Bei Mensuränderungen oder Intonation oder Ansprachekorrekturen arbeite ich schon seit vielen Jahren mit zwei Computermessplätzen. Dort habe ich eine Datenbank an Teilen angelegt, wo die meisten Bauteile gespeichert sind und wir können fast beliebig Instrumententeile miteinander kombinieren und schon mal die akustischen Parameter voraussagen. Man kann auch die fertigen Instrumente damit wunderbar vermessen und kann somit die vom Instrument angebotene Intonation und Ansprache ganz gut bestimmen, sodass akustische Fehler inzwischen fast ausgeschlossen sind. Messen, das ist für ihn eine ganz wichtige Sache, aber eben auch der andere Aspekt, hören und selber ausprobieren. Und diese Mischung, das bringt sozusagen alle guten Komponenten zueinander. Und ich glaube, auch deswegen bin ich dann dort im positiven Sinne hängen geblieben und sehr froh, die Instrumente spielen zu können. Trompeten standen bei uns Anfang der 90er Jahre noch etwas im Hintergrund. Ich war zu 100% auf Hornbau fokussiert und Trompeten haben wir nur mal gebaut, wenn Bedarf war oder zur Ausbildung von Kollegen, die einfach für den Hornbau noch nicht in der Lage waren. Und Trompeten lassen sich ja relativ einfach bauen und da kann man Handgriffe üben, die man im Hornbau später dann braucht. Den eigentlich wichtigen Impuls, sich mal ernsthaft mit Trompeten zu beschäftigen, bekam ich dann erst nach einem interessanten Wiedersehen mit Volker Stegmann, einem ehemaligen Mitschüler aus der Berufsschule, der inzwischen Trompete studiert hatte und damals als Solotrompeter der Robert-Schumann-Philharmonie in Chemnitz beschäftigt war. Wir haben dann relativ schnell wieder einen Draht zueinander gefunden, haben viel über Trompeten philosophiert und am Ende ist wahrscheinlich nur noch offen gewesen, wer von uns beiden der schlimmere Perfektionist war. Na, es war so, er war natürlich der Praktiker und spielt aber eben auch selber Horn und auch etwas Trompete. Und das ist natürlich eine super Sache. Er hat ein ganz anderes Verständnis. Ne? Wenn ich Dinge beschreibe, das ist ja auch viel Gefühlssache beim Spielen, wie spricht ein Instrument an und diese Dinge, dann weiß er sofort, was ich meine. Ne? Und das war ein riesen Pluspunkt. Und das sah dann eigentlich so aus, ich bin öfters am Abend dann zu ihm gefahren. Da war in der Werkstatt Ruhe und da haben wir beide manchmal bis tief in die Nacht hinein gedifftelt und etwas probiert. Er hat meistens Ideen gehabt und ich hatte Wünsche und er hat versucht, das technisch umzusetzen. Das ist eine Zeit, da denke ich sehr gerne daran zurück. Volker konnte dann noch einige Kollegen begeistern, darunter übrigens auch Ludwig Güttler, von dem ich damals sehr viel über Ansatz und Spielweise gelernt hatte.
Ludwig Güttler hatte ja schon jahrelang Erfahrung als Trompeter, hat auch unterschiedliche Mundstücke und Instrumente gespielt, hat verschiedene Musikrichtungen bearbeitet. Und das war für uns eine sehr interessante Zeit, die bei der weiteren Entwicklung der Instrumente eine Rolle spielte. Ja, und daraus entwickelte sich dann eine für mich immer noch beispiellos intensive Zusammenarbeit, in deren Ergebnis wir innerhalb weniger Jahre Instrumente entwickeln konnten, die es so noch nicht gab. Für mich persönlich war das eine extrem erkenntnisreiche Zeit. Wir sind damals auch im Hornbau einen erheblichen Schritt vorangekommen. Und ich bin überzeugt, dass gerade die Kombination aus Horn- und Trompetenbau für uns ein Teil des Erfolgs ist. Dieses immer wieder auf eine Werkstatt sich zurückverweisen in dem Bewusstsein, dort ist die Heimat unserer Instrumente, dort ist die Machart verortet. Das ist das Können und auch der Instrumentenmacher ist ja nun keine statische Figur. Er wächst ja auch an den Erfahrungen, an den eigenen und an den Erfahrungen, die die Musiker rückspiegeln. Und an dem, was er wiederum dann von den Musikern produziert, beispielsweise in einem Konzert oder auf einer CD, hört. Und dann stellt er fest, stimmt das mit dem oder wie stimmt es mit dem überein, was ich von denen gehört habe, was ich von denen weiß, was sie selbst beabsichtigen haben. Sind sie dem Ergebnis nahegekommen? Haben sie das Ergebnis gar übertroffen? Ist da noch etwas zu leisten? Könnte ich da auch noch einen Beitrag leisten? Das ist ein vielfältiger, nicht endend wollender Prozess, um etwas zu optimieren, was auch aus der Natur heraus nicht ideal sein kann, wie alles auf der Welt. Eigentlich auf seinen Instrumenten nie so den Wunsch, ach, für das Stück bräuchte ich das oder für das Stück brauche ich das, sondern es geht eigentlich, es ist so modulationsfähig, dass mit einem Instrument das fast alles abzudecken geht. Man muss sich wohlfühlen mit dem Instrument und kann dadurch bessere Leistungen vollbringen. Heute bin ich schon überzeugt, dass wir Instrumente bauen, mit denen Musiker ihre Vorstellungen realisieren und wachsen können. Ich freue mich aber auch immer wieder über Ideen und Kritiken junger Musiker. Man spielt heute schon wieder anders als vor 30 Jahren. Damit bleibt die Arbeit interessant und wird garantiert nicht langweilig.